Hallo und herzlich willkommen zum ersten Makro-Tutorial hier auf bonjour.de. Mein Name ist Christopher Mönig, besser bekannt wahrscheinlich als Okko. Ja, ich werde hier einen Haufen Zerg-Videos publizieren und wir fangen an mit dem ersten Makro-Video. Es ist für Einsteiger bzw. für absolut blutige Anfänger gerichtet und ist daher quasi so eine Art Ein-Sterne-Video. Ich möchte euch hier nicht mehr die genauen Sachen erklären, die ihr schon im Makrovideo gesehen habt, nämlich sowas wie Mineralien, Gas und was sind Gebäude und Einheiten und so ein Blödsinn. Mir geht es wirklich um Zerg-Makro. Was ist das Besondere an Zerg? Und da möchte ich euch jetzt so ein paar Punkte nacheinander erläutern, die ihr auf jeden Fall wissen solltet und die elementar sind, wenn ihr Zerg in StarCraft 2 erlernen wollt. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Ökonomie. Es gibt drei wichtige Einheiten im Zerg-Arsenal, die für die Ökonomie maßgeblich verantwortlich sind bzw. die das Makro beschreiben. Zerg hat drei Einheiten, namentlich Drohne, Königin und Overlord. Diese drei Einheiten bestimmen letztendlich, welche Möglichkeiten ihr habt mit Zerg zu Makro. Die Drohne, die erste Einheit, ist euer Arbeiter. Der Arbeiter beschafft euch Geld. Und bei Zerg ist ja ebenfalls dafür verantwortlich, das Gebäude zu bauen. Wichtig dabei ist, wenn ihr ein neues Gebäude baut als Zerg, verschwindet diese Drohne. Mit anderen Worten, diese Drohne fährt zu diesem Gebäude hin, errichtet es und sie baut es nicht wirklich, sondern sie verwandelt sich in das Gebäude. Es ist eine Art Metamorphose, wo die Drohne letztendlich zu diesem Gebäude ran, sich wabert, heranschleimt, heranarbeitet. Mit anderen Worten, wenn ihr dieses Gebäude baut, verschwindet die Drohne. Also Drohnen bauen Gebäude und sie holen euch Mineralien und Gas. Wichtige Eigenschaft der Drohne. Ihr braucht in jedem Spiel Drohnen, ihr braucht in jedem Spiel viele Drohnen, wenn ihr Zerg spielen wollt. Die zweite Einheit ist der Overlord. Der Overlord gleicht dem Pylon- und Versorgungsdepot der Terraner und Protoss. Und dient dazu, dass ihr weiteres Supply generieren könnt. Supply, Versorgung, bedeutet, wie viele Einheiten könnt ihr jetzt gerade auf dem Spielfeld errichten. Ihr könnt immer nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten kontrollieren. Und umso mehr Overlords ihr baut, desto mehr werden es. Mit anderen Worten, ihr braucht alle 30, 40, 50 Sekunden mehr Overlords, weil ihr wollt immer mehr Einheiten kreieren. Es gibt ein Limit von 200 Supply und jede Einheit kostet verschieden viel Supply. Die großen, schweren Kaliber später, wie Ultralisken oder Brutelords, kosten 4 oder 6 Supply. Die kleinen Einheiten am Anfang, wie zum Beispiel ein Arbeiter, eine Drohne, kostet 1 Supply. Mit anderen Worten, ihr versucht so viel davon zu haben wie möglich, ihr versucht auch immer peu à peu mehr Overlords zu bauen und dies ist elementar, um letztendlich in StarCraft mehr Einheiten zu erschaffen. Wichtig ist der Unterschied auch zu den anderen Rassen. Overlords können fliegen, sie können sich bewegen und sind Einheiten. Die anderen Rassen haben das als Gebäude, statisch. Wir haben Einheiten, die sich bewegen können. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, direkt am Anfang, weil wir starten direkt mit einem Overlord, wie man hier auch sieht, ihn wegzufliegen, zum Erkunden zu fliegen. In StarCraft geht es halt auch um Wissen. Stellt es euch vor, so ein bisschen wie ein Schachspiel, aber im Dunkeln. Und wenn ihr wisst, wo ihr hin müsst, wenn ihr wisst, was der Gegner macht, welche Züge er zieht, dann wisst ihr halt auch, wie euer Zug aussehen sollte. Und deswegen benutzen fast alle Pro-Gamer die Overlords als Informationsbringer, als Scout, als Speer. Und dies ist die zweite Aufgabe, die dem Overlord zukommt, aber das ist eine für spätere Lektion. Kümmern wir uns erstmal darum, dass er Supply generiert. Das ist nämlich seine wirkliche Hauptaufgabe. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt, namentlich der Königin oder auch der Queen auf Englisch. Und die Königin ist eine Einheit, die man ganz alleine aus der Hatchery baut, also eurem Haupthaus. Und normalerweise baut man alle Einheiten aus Larven, wir allerdings, die Königin, bauen wir aus der Hatchery. Und sie hat die Fähigkeit, sie hat verschiedene Zauberfähigkeiten. Und eine Fähigkeit, eine elementare Fähigkeit für uns zum Anfang ist auf jeden Fall Larven erschaffen oder auch Lava Inject. Diese Fähigkeit werde ich gleich noch genauer erläutern, deswegen mache ich es jetzt sehr kurz. Aber das ist eine weitere Einheit, die uns hilft,
unser Makrobezirk ordentlich zu fördern. Larven heißen Einheiten und die brauchen wir wohlgemerkt. So, das sind unsere drei wichtigen Kernaufgaben, wenn es um Makroeinheiten oder Makromanagement bei Zerg geht, die sich unterscheiden von anderen Rassen. Unsere Arbeiter sind ein bisschen besonders, unsere Overlords sind besonders und vor allem unsere Königin ist extrem besonders. Das war's und wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Saturation. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, der Saturation bei Zerg. Und die Saturation beschreibt die Sättigung bzw. Auslastungsmenge an Arbeitern an den Ressourcenvorkommen in StarCraft 2. Das klingt erstmal etwas wissenschaftlicher vielleicht für den einen oder anderen, aber es ist sehr, sehr, sehr simpel. Wir haben in StarCraft 2 Ressourcen. Einmal Mineralien und einmal Gas. Mineralien sind halt eher für Anfangseinheiten, Gas eher für Zauberfertig, also für Upgrades und spätere Einheiten. Umso später wir ins Spiel gehen, desto wichtiger wird Gas, umso mehr wir am Anfang gespielt sind, desto wichtiger sind Mineralien. Zur Saturation ist zu sagen, es gibt im Grunde eine relativ einfache Faustregel, die ich euch erstmal einfach nenne und dann erläutere. Die Faustregel ist, wir versuchen zwischen 18 und 20 Arbeitern auf den Mineralien zu haben. Und 3 pro Geysir. Das ist die einfache Faustregel. Jetzt erkläre ich euch, warum das so ist. Also, wir haben grundsätzlich in der Ladder immer 8 Mineralienvorkommen und 2 Geysire pro Map, pro Base. Und diese sind jeweils ausgelastet, diese 8 Mineralien-Patches, wenn ihr 2 Arbeiter dran habt. Also rechnet man normalerweise 8 mal 2 und wäre bei 16. Da wir jedoch Zergspieler sind, möchten wir immer ein paar mehr haben. A, bringen die noch ein bisschen mehr Geld, weil es entferntere Patches und nähere Patches gibt. Die entfernteren sind mit 3 etwas besser auszulasten. Und wir sind Zerg und bauen Gebäude, wie gerade gesagt, mit unseren Arbeitern. Folglich macht es Sinn, mehr Drohnen zu haben. Deswegen sage ich euch als Anfänger, 18 bis 20 ist absolut sinnvoll, wenn ihr eine Base habt, nur an den Mineralien. Kommen wir zum Gas. Da ist es egal, ob Pro-Gamer seid oder Anfänger seid. 3 im Gas ist die Grundregel. Sie lasten das vollkommen aus und sättigen das Gas komplett. Kleiner Exkurs. Wenn ihr Pro-Gamer anschaut, egal was, sei es jetzt GSL oder WCS oder sonst was, werden sie versuchen, fast immer mit 16 Arbeitern auf den Mineralien zu spielen. Das wird fast nie vorkommen, dass sie mehr haben. Gewöhnt euch das persönlich nicht an. Nur weil Pro-Gamer das machen, heißt das nicht, dass ihr das auch machen solltet. Ihr seid blutiger Anfänger, ihr seid Bronzeligist oder vielleicht Silberligist. Ihr müsst euch angewöhnen, mehr zu nehmen. Ihr macht mehr Fehler als Pro-Gamer, ihr spielt auf einem ganz anderen Niveau, deswegen gelten für euch ganz andere Regeln. 18 bis 20 sind viel, viel, viel sinnvoller als 16 für euch, weil es ist ein ganz gängiger Fehler, dass man 16 baut wie die Pro-Gamer, weil man sieht es ja und die machen ja alles mal richtig. Und dann baut man auf einmal 2 Gebäude. Und hat man nur 14. Und der Kopf vergisst das. Der Kopf vergisst, alles klar, ich muss Drohnen nachbauen, weil er denkt sich, alles klar, Drohnen habe ich gebaut, check, fertig mit dem Task, jetzt kümmere ich mich um andere Sachen. Aber dem ist nicht so. Da müsst ihr wieder was draufbauen und deswegen sind 18 bis 20 bei euch viel, viel besser. Dann könnt ihr mal ein Gebäude bauen und lauft trotzdem nicht die Gefahr, dass euch irgendwas an den Mineralien wirklich Schlimmes passiert. Das ist es im Grunde auch schon zur Saturation gewesen. Pro Base versteht sich das natürlich. Das heißt, wir haben pro Base 18 bis 20 sind um plus 6 aus dem Gas, sind sowas wie 24, 25, sagen wir mal im Schnitt einfach 25 Drohnen pro Basis. Bei 2 Basen wären es 50, bei 3 Basen wären es 75 Arbeiter. Und ihr merkt schon, 75 Arbeiter, das ist ja sehr, sehr, sehr viel. Richtig, das ist eine große Zahl. Als Zerg braucht man viel Geld, man braucht viele Drohnen. Arbeiter sind absolut essentiell in diesem Spiel für Zerg. Und wenn ihr nach der dritten Base tatsächlich noch irgendwas nehmen wollen würdet, dann wird es ein bisschen anders laufen, weil dann habt ihr quasi schon fast genug. Also die maximale Anzahl an Arbeitern, die ich euch empfehlen kann, ist so zwischen 80 und 85, eher 75. Weil das kann man nicht auf die genaue Anzahl definieren, aber zwischen 75 und 85 solltet ihr Schluss machen, weil ihr braucht ja auch Army. Im vorigen Kapitel haben wir über Supply geredet. Maximale Supply ist 200
Und umso mehr Drohnen ihr habt, umso weniger Kampfeinheiten habt ihr. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal ganz spät im Spiel seid und wirklich drei Basen habt, 75 bis 85 Drohnen, gut, check. Aber mehr solltet ihr nicht machen, auch wenn es Pro-Gamer anders vormachen. Ignoriert, was Pro-Gamer euch zeigen. Interessiert euch einfach nicht. Ihr seid Anfänger, ihr müsst mit anderen Regeln arbeiten. Das ist wichtig, das möchte ich euch hier nochmal mitgeben. Das war's für diese Lektion. Gleich geht's weiter mit der nächsten. Larven erschaffen. Ja, das nächste Thema, was wir ansprechen werden, ist der Lava-Inject. Wahrscheinlich viel bekannter als der deutsche Begriff Larven erschaffen. Aber ich habe mich darauf geeinigt, den Deutschen zu benutzen und ab und zu auch den Englischen einzustreuen. Larven erschaffen, Lava Inject, genau das Gleiche. Aber wenn ihr Literatur zu StarCraft lest, ist die meist Englisch und deswegen Lava Inject auch total normal, total eingebürgert. Der Lava Inject ist die nächste ganz, ganz elementare Fähigkeit, die ihr schon ab Bronze, ab Einsteigerniveau erlernen müsst und solltet. Es ist eine Fähigkeit, die euch vom ersten Spiel bis ins letzte Spiel, bis ins Grab, wenn ihr StarCraft 2 spielt und beerdigen werdet, verfolgen wird. Der Inject gibt euch nämlich die Möglichkeit, weitere Larven zu erschaffen. Fangen wir vorne an und greifen nicht vorweg. Der Lava Inject, ja, der Lava Inject ist eine Fähigkeit der Königin. Die Königin baut ihr aus eurem Haupthaus. Und eure Haupthäuser kreieren Larven. Larven dienen dazu, bei Zerg alles an Einheiten zu bauen, außer der Queen. Alle Einheiten, die ihr im Zerg-Arsenal erschafft, kommen letztendlich aus Larven. Egal, ob es ein Zergling ist oder ein Ultralisk. Alles kommt aus einer Larve. Immer aus einer. Also eine Drohne kommt aus einer Larve, ein Ultralisk, ein Mutalisk, was auch immer, kommt alles aus einer Larve. Das Einzige, wo es ein bisschen besonders wird, ist Zerglinge. Die sind so klein, da kommen sogar zwei Zerglinge aus einer Larve. Die Larven werden pro 15 Sekunden von eurer Hatch erstellt. Das heißt, eure Hatchery, euer Haupthaus, erschafft alle 15 Sekunden automatisch, ohne dass ihr irgendwas tut, eine Larve. Folglich könnt ihr alle 15 Sekunden eine Einheit bauen. Ihr seid aber Zergspieler und wollt richtig, richtig, richtig viele Einheiten haben. Also brauchen wir mehr Larven. Wie kommt man darauf? Was macht man? So, wenn man also aus Hatcheries Larven gewinnt und man braucht viele, baut man einfach mehr Hatcheries. Das ist richtig. Mehr Haupthäuser bringen mehr Larven und mehr Larven bringen das, was ihr wollt, letztendlich mehr Einheiten. Allerdings hat sich in StarCraft 2 eingebürgert und gibt es diese Einheit der Königin. Und diese Einheit der Königin hat ebenfalls eine Fähigkeit, die man auf das Haupthaus anwenden kann. Und diese Fähigkeit bringt euch die Möglichkeit, noch mehr Larven zu schaffen. Wir sehen, dass diese Königin die Hatchery anpustet, ja, anschleimt, was auch immer, und ein Zauber auf diese Hatchery spielt, der heißt Larven erschaffen, wie gesagt, und dauert 40 Sekunden. Und nach diesen 40 Sekunden sieht man wunderbar in diesem grauen Balken spawnen dann weitere Larven. Unabhängig davon von der Hatch, was sie selber macht. Die Hatch spawnt alle 15 Sekunden eine Larve, aber mit der Zauberfähigkeit spawnt sie nach 40 Sekunden, wenn der graue Balken abgelaufen ist, nochmal 4 zusätzlich. Bedeutet, wenn ihr diese Fähigkeit konstant aufrechterhaltet, kriegt ihr alle 40 Sekunden pro Hatchery nochmal 4 Larven. Und wenn man das runterrechnet, bedeutet das sogar, dass eine Queen, wenn ihr perfekt mit der Königin arbeitet, mehr Larven erschaffen kann als ein Haupthaus selber. Und dazu kann die Königin nicht nur Larven erschaffen, sondern die kann auch andere tolle Fähigkeiten noch machen. Und sie kann auch noch kämpfen, in bedingter Weise. Sie kann euch auch noch am Anfang verteidigen und hat auch noch viele Möglichkeiten, euch am Anfang zu schützen. Dieser Lava Inject ist essentiell in StarCraft, weil er euch die benötigte Anzahl an Larven gibt, die ihr braucht. Ihr braucht Larven für Einheiten. Einheiten sind essentiell. Deswegen müssen wir versuchen, diesen Lava Inject zu treffen. Dieses graue Balkenspiel, so habe ich es genannt, ist das Spiel, was man in Bronze, Silber erlernen muss. Ihr seht, ihr seid auf der Hatch, ihr lebt in eurer eigenen Welt und euer Haupthaus zeigt ganz klar den Fokus eures Spiels an. Ihr schaut drauf und dieser graue Balken muss immer auf dieser Hatchery sein. Wenn er abläuft, muss er erneuert werden. Das ist Priorität 1. Es ist völlig, völlig, völlig irrelevant, was ihr sonst im Spiel zu tun habt. Ihr scoutet nicht, ihr greift nicht an, ihr baut keine Gebäude, ihr macht nichts anderes. Wenn diese Hatchery nicht mehr injected ist, muss sie injected werden.
Jede Sekunde, die ihr nicht injectet, ist ein Fehler. Und natürlich sind diese Fehler kleiner und selbst Programmer passieren die, keine Frage. Aber wir wollen uns am Anfang wirklich in Bronze und Silber darauf konzentrieren, dass wir das üben. Also, grauer Balkenspiel heißt, der graue Balken muss immer da sein. Wenn er abläuft, inject, wieder drauf, inject, wieder drauf. Und das ist elementar, das ist eure Übung für die ersten zwei, drei Ligen. Wenn ihr das perfekt schafft, habt ihr schon viel, viel, viel mehr geschafft, als alles andere, was ihr lernen könnt. Weil diese Fähigkeit, Lava Inject, ist eine Fähigkeit, die ihr meistern müsst, um gut zu werden. Ihr könnt nicht gut werden ohne Lava Inject. Keine Chance. Das ist einfach vergleichbar mit der Ballführung beim Fußball. Wenn ihr nicht sagen könnt, wo ihr hinschießt, ja, also wenn ihr schießt und ihr wisst nicht, ob ihr nach links oder rechts schießt, dann werdet ihr niemals ein guter Fußballspieler werden. Und wenn ihr nicht Lava injecten könnt, dann werdet ihr niemals ein guter Zergspieler werden. Und deswegen fangen wir von Anfang an damit an. Und das ist halt eine der wesentlichen Lektionen. Sie ist einfach, es ist ein Klick. Aber er kommt halt alle 40 Sekunden. Er kommt pro Hatchery, also nicht einmal alle 40 Sekunden, sondern pro Hatchery einmal. Das sind meist zwei, dreimal, je nachdem wie Hatchery ihr habt, meist zwei. Und MS ist etwas, was kontinuierlich das ganze Spiel klappen muss. Also nicht einmal 40 Sekunden, sondern 40, 40, 40, 40. Und das ist ein Gefühl, was sich bei euch dann halt auch aufbauen wird, wann sind ungefähr 40 Sekunden vergangen. Das dazu, ich wollte euch nur mal die Wichtigkeit hervorheben von Injects und ich glaube, das habe ich hiermit getan. Das war's zum Thema Injects und der Wichtigkeit darüber kommen wir einfach zum nächsten Thema, was wir noch ansprechen werden, hier in den ersten Makrovideo. Drohnen oder Einheiten. Unser nächstes Thema lautet Drohnen oder Einheiten und beschäftigt sich mit der Problematik bei Zerg, dass wir nicht beides auf einmal können. In den vorigen Lektionen haben wir gelernt, dass wir alles aus Larven erschaffen, egal was, außer der Königin, und dass wir uns deswegen aussuchen müssen, was wir haben wollen. Also eine Larve kann nur eine Einheit werden. Alle anderen Rassen haben dieses Dilemma nicht. Bei anderen Rassen ist es ganz einfach, sie haben ein Haupthaus, das ist hier, und das baut Arbeiter. Und dann haben sie ja, Kampfgebäude und diese Kasernen oder was auch immer, Kampfgebäude bauen Kampfeinheiten. Und die bauen einfach immer beide irgendwie abwechselnd oder meist parallel, blablabla, die ganze Zeit Einheiten. Bei Zerg ist das nicht so. Bei Zerg haben wir die Hatchery, unser Haupthaus, und die baut Larven. Und diese Larven werden entweder zu Drohnen oder sie werden zu Kampfeinheiten. Und das große Problem ist, als Zerg zu lernen, wann brauche ich was. Weil das ist abhängig vom Spiel. Manchmal ist euer Gegner super aggressiv und ihr braucht natürlich Kampfeinheiten. Manchmal ist euer Gegner ewig passiv und baut die ersten 10 Minuten nicht eine Kampfeinheit und natürlich braucht ihr dann auch keine Kampfeinheit und könnt dann natürlich ganz viele Drohnen bauen. Das ist eine der meist gehassten Punkte an Zerg, weil sie am schwersten zu erlernen ist und weil sie viel, viel Erfahrung, Scouting und Wissen benötigt. Wir machen es am Anfang sehr kurz und ich erkläre euch einfach nur das Traumszenario, denn das ist das, worauf wir uns am Anfang im Bronze erstmal konzentrieren möchten. Später werden wir das immer weiter verfeinern und werden auch diese Regeln gegebenenfalls etwas ändern. Aber kommen wir zum Anfang. In der Bronzeliga ist es so, wie es am ökonomischen ist, das Traumszenario. Das Traumszenario beschreibt, wir bauen erstmal nur Arbeiter und dann, wenn wir fertig sind mit Arbeitern, machen wir einen Cut, Clark, und dann bauen wir nur noch Kampfeinheiten. Also, Drohnen, 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 Cut, Kampfeinheiten, 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 Kampfeinheiten. Niemals mischen. Mischen schlecht. Und das ist der wichtige und große Punkt an der ganzen Thematik Zerg. Und das ist das, was so besonders ist an Zerg. Ihr macht es genau anders als alle anderen Rassen. Die mischen das, die bauen das immer parallel. Wir wollen Drohnen, Cut, Kampfeinheiten. Das ist unser Traumszenario. Wenn wir das durchziehen können, dann sind wir super im Spiel. Und dann haben wir viel, viel, viel erreicht. Natürlich gibt uns das Problem, dass wir am Anfang etwas offen sind gegen Angriffe. Deswegen müssen wir eine Build-Order spielen, das Thema hattet ihr auch schon, die das Ganze unterstützt. Die also sehr passiv ist, die sehr viel mit Verteidigungsanlagen spielt und die uns problemlos dazu übergehen lässt, viele Drohnen zu bauen. Die Build-Order werde ich euch auch noch mitgeben, welche ich da am perfektesten finde und welche ich da am sinnvollsten finde, um wirklich diese Szenario-Drohnen-Card-Einheiten zu bekommen.
Ihr solltet sagen, wenn ich sage drohen Cut Einheiten, meine ich damit volle Saturation an zwei Bases. Volle Saturation an zwei Bases meint, dass ihr, wie gerade im Thema Saturation besprochen, ca. 25 Drohnen pro Base habt. Das heißt, 50 Drohnen bauen, bevor ihr wirklich Kampfeinheiten baut. Es gibt minimale Ausnahmen, aber ihr baut 50 Drohnen, Cut, und dann startet ihr richtig, richtig die Produktion von Einheiten. Da braucht ihr auch keine Drohne mehr. 50 Drohnen, Cut, nur noch Roaches oder Zerklinge oder was auch immer ihr dann bauen wollt an Kampfeinheiten. Aber ihr baut nicht 10 Drohnen, 10 Kampfeinheiten, 10 Drohnen, 10 Kampfeinheiten. Das ist absolut ineffizient und solltet ihr euch nicht angewöhnen. Wir lernen direkt das Traumszenario und irgendwann im Laufe des Spiels, wenn man höher geht in die Ligen, wird man das etwas abändern. Aber ich kann euch viele, viele Pro-Gamer-Spiele zeigen, wo ihr 70, 80 Drohnen auf zwei Zerklinge seht. Nichts Ungewöhnliches, das absolute Traumszenario für Zerg und das, was jeder Zerg erreichen möchte. Das also zu Drohnen bzw. Drohnen oder Einheiten. Und ich hoffe, damit konnte ich euch schon mal ein bisschen helfen, wie man die Larven am besten verbauen sollte am Anfang, wenn man in das Spiel reinkommt. Gas. Das letzte Thema, womit wir uns beschäftigen möchten, ist ein sehr, sehr kurzes und ich mache es auch wirklich kurz und knackig, weil es nicht sonderlich wichtig ist. Ich möchte es nur mal schnell angesprochen haben, um es zu ergänzen. Gas ist die Thematik, die bedeutet, wann brauche ich Gas, wie brauche ich Gas, wie viel, diese ganzen Fragen, die ihr in der Sesamstraße gelernt habt. Wir brauchen nicht viel Gas am Anfang. Gas ist etwas, was wir erst nach den Mineralien brauchen. Folglich ist die Regel, erst bauen wir alle Drohnen für die Mineralien, dann bauen wir Gas. Das ist einfach, oder? Wir saturieren also erst unsere Mineralien mit 16 bis 18 bis 20, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet und wie ihr euch das selber eingeteilt habt. Laut meiner Regel 18 bis 20. Dann baut ihr zwei Geysire und steckt dann nochmal jeweils drei rein. Dann habt ihr im Grunde alles gemacht, was wichtig ist. Ihr habt viel mehr Mineralien geholt als Gas und ihr kommt niemals in einen Engpass von Mineralien, welcher für euch als Anfänger tödlich wäre. Mit Mineralien könnt ihr alles Wichtige bauen, ihr könnt Verteidigungstürme errichten, ihr könnt Drohnen bauen, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt nahezu alle Gebäude bauen, die am Anfang für euch wichtig sind und damit habt ihr diese Essenz an Mineralien erlangt. Das ist eigentlich schon mehr oder minder die halbe Miete und das war es halt auch, was ich im Grunde zu Gas sagen wollte. Gas ist eher später wichtig für große, starke Einheiten, für Upgrades. Wir brauchen Gas, keine Frage, aber am Anfang in den ersten 6, 7 Minuten mit den ersten 20, 30 Drohnen sind Mineralien viel, viel, viel wichtiger und natürlich wird es Taktiken geben, die das Ganze ein bisschen variieren und gerade wenn ihr Pro-Gamer guckt, spielen sie zum Teil ganz anders, aber wie gesagt, versucht nicht von Pro-Gamern zu lernen, versucht von Leuten zu lernen, die euch was beibringen möchten in eurer Klasse. Ihr geht auch nicht, wenn ihr in der 5. Klasse seid, in die Uni und wollt Mathe oder Hömer lernen oder sowas, sondern ihr geht dann wahrscheinlich eher in die 5. Klasse und lernt irgendwie sowas wie Prozentrechnen. Oder was weiß ich, oder Bruchrechnen. So ist bei StarCraft halt auch bei allen Dingen im Leben. Man sollte immer auf dem Niveau lernen, wo man sich gerade befindet, damit man auch wirkliche Fortschritte macht. Das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort dazu. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt hier. Ich persönlich habe noch ganz, ganz viele Lernvideos für Zerg erstellt. Ich weiß nicht, über 100. Sehr, sehr kleinschrittig, sehr viele kleine Thematiken. Dazu gibt es einen Link in der Beschreibung, wo die Zerg-Lernvideos letztendlich aufgeführt werden. Wenn ihr also Lust habt, diese ganzen Lernvideos zu gucken, die ich vor anderthalb Jahren, zwei Jahren erstellt habe circa, diese sind nicht falsch oder schlecht, sondern sie sind einfach jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, deswegen werde ich das Ganze ein bisschen aufpeppen. Aber in Wirklichkeit, die sind halt auch super, super gut, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr Lust habt, sehr kleinschrittig, sehr spielnah zu lernen, kann ich euch diese Videos auf jeden Fall ans Herz legen. Das dazu, mein Name ist Christopher, besser bekannt wahrscheinlich als Okko und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Weiter geht's in den nächsten Lernvideos hier auf bonjour.de und damit verabschiede ich mich. Macht's gut und ciao.